Die Inhalte dieser Folge sind Magnetismus, magnetisches Feld und elektrisches Feld. Sie werden sehen, dass diese Bereiche in der Elektrotechnik eine wesentliche Rolle spielen. Eisen, Nickel und Kobalt sind magnetisierbare Stoffe. Die Stellen der stärksten magnetischen Wirkung sind die Pole. Dabei unterscheidet man zwischen Nord- und Südpol. Und diesen Effekt kennen Sie auch. Ungleichnamige Pole ziehen sich an, gleichnamige Pole stoßen sich ab. Um den Magneten gibt es also einen Bereich, wo sich eine Kraftwirkung nachweisen lässt. Dieser Bereich wird als Magnetfeld bezeichnet. Dies gilt auch im luftleeren Raum und das bedeutet, die Kraftwirkung ist nicht an einen Stoff gebunden. Mit Eisenfeilspänen kann die Kraftwirkung des magnetischen Feldes sichtbar gemacht werden. Wie kleine Magnetnadeln richten sich die Eisenfeilspäne aus und bilden geschlossene Linien. Und zwar außerhalb des Magneten vom Nord- zum Südpol, innerhalb des Magneten vom Süd- zum Nordpol. Es besteht offensichtlich eine Wechselwirkung. Für Dauermagnete werden Eisen, Nickel, Kobalt oder auch Ferrite verwendet. Die meisten Materialien sind nicht von Natur aus magnetisch. Die Moleküle in einem Eisenstab haben die verschiedensten Richtungen. Bewegt man nun einen Eisenstab über einen Dauermagneten, werden die Magnetmoleküle in eine Richtung gestellt und der Eisenkern ist magnetisiert. Wie gut ein Magnet magnetisiert ist, hängt von dem magnetisierenden Feld ab. Der Magnetisiervorgang. Magnetisierbares Material, in diesem Fall Kobalt, wird in einen Elektromagneten getaucht und magnetisiert. Wie lange ein Material magnetisiert ist, hängt von der Güte des jeweiligen Materials ab. Ein Magnet kann auch entmagnetisiert werden. Weiterhin wird ein Magnet zerstört, wenn man ihn unsanft zu Boden fallen lässt. In diesem Falle werden die Moleküle im wahrsten Sinne des Wortes durch die Erschütterung so verwirrt, dass sie wieder in einen ungeordneten Zustand zurückfallen. Wie wir gleich sehen werden, gehen nicht nur von einem Magneten Kraftlinien aus. Dasselbe gilt auch für stromdurchflossene Leiter. Hierzu ein Versuch. Wir stellen einem geraden Leiter eine Kompassnadel gegenüber, von der wir wissen, dass sich der markierte Pol nach Norden ausrichtet. Sobald Spannung an den Leiter angelegt wird, dreht sich die Kompassnadel zum jetzt stromdurchflossenen Leiter. Ganz offensichtlich übt also der Leiter eine magnetische Kraft auf die Kompassnadel aus, oder anders ausgedrückt, ein stromdurchflossener Leiter ist von einem Magnetfeld umgeben. Denselben Effekt haben wir, wenn wir den geraden Leiter durch eine Spule ersetzen. Sobald Spannung an der Spule liegt, dreht sich die Kompassnadel Richtung Spule. Diesmal brauchen wir schon weniger Spannung. Wird in die Spule noch zusätzlich ein Eisenkern geschoben, so verstärkt sich die Wirkung und wir können die Spannung noch weiter reduzieren.
Die zweite Versuchsanordnung. Diesmal ein Hufeisenmagnet und eine beweglich angeordnete Kupferdrahtspule, an die Spannung angelegt werden soll. Und das tun wir jetzt. Man sieht, dass sich die Spule aus ihrer Ruhelage herausdreht. Das heißt also, zwischen dem Magnetfeld des Magneten und der stromdurchflossenen Spule wirken Kräfte, die die Lage der beweglich angeordneten Teile verändern. Da wir wissen, dass eine stromdurchflossene Spule ebenfalls von einem Magnetfeld umgeben ist, ersetzen wir nun den Hufeisenmagneten durch eben eine solche Spule. Der Kupferdraht mit den beiden Windungen wird wiederum drehbar zwischen die Spule gehängt. Wir legen jetzt an beide Spulen Spannung an und sehen, dass sich die drehbar aufgehängte Spule parallel zur feststehenden Spule verdreht. Es verwundert jetzt nicht mehr, dass genauso wie ein Dauermagnet Metall anzieht, dieselbe Wirkung auch von einer stromdurchflossenen Spule ausgeht. Auch hier wirkt die elektromagnetische Kraft. Im nächsten Versuch wollen wir nachweisen, dass in einem magnetischen Kraftfeld Spannung erzeugt wird, wenn ein elektrischer Leiter dieses Kraftfeld schneidet. Das Kupferkabel ist dazu an ein hochempfindliches Drehspulmessgerät angeschlossen. Wir sehen, sobald wir den Kupferdraht in den Hufeisenmagneten hereinschwingen lassen, wird kurzzeitig eine Spannung erzeugt. Dabei ist es gleichgültig, ob man den Kupferdraht hereinschwingen lässt oder den Hufeisenmagneten zum Kupferdraht hin bewegt. Dieser recht einfache Versuch zeigt eine wichtige Entdeckung auf dem Gebiet der Elektrizität. Wir ersetzen wieder den Hufeisenmagneten durch eine Spule, an die Spannung angelegt werden kann. Die Kupferdrahtschleife wird wieder an das Drehspulmessgerät angeschlossen. Solange sich die Kupferdrahtschleife im Magnetfeld der Spule befindet, ist die Instrumentenanzeige null. Bei Aufwärtsbewegung der Kupferdrahtschleife sehen wir einen kurzzeitigen Zeigerausschlag zur einen Seite, bei Abwärtsbewegung einen Zeigerausschlag zur anderen Seite. Dabei zeigt das Instrument nicht nur die Stromstärke, sondern auch die Stromrichtung an. Je schneller die Drahtschleife durch das Magnetfeld der Spule geführt wird, desto höher die Spannung. Beim Hineinführen nimmt der magnetische Fluss zu, beim Herausnehmen ab. Diese hier kurzzeitig auftretende Spannung hat keine eigene Spannungsquelle. Sie wird lediglich durch das sich ändernde Magnetfeld erzeugt. Man nennt sie Induktion. Nun kann man eine Flussänderung natürlich auch anders erreichen. Wir belassen die Drahtschleife in der Spule und beaufschlagen die Spule mit unterschiedlicher Spannung. Noch stärker ist der Effekt, wenn man die Spannung aus- und einschaltet. Im Trick wollen wir uns diesen Vorgang noch einmal ansehen. Die Induktionsspannung wird durch das plötzliche Zusammenbrechen und Wiederaufbauen des Magnetfeldes in der Spule erreicht. Die Stärke der Induktion hängt dabei von der Stromstärke und der Windungszahl ab. Induktionsspulen mit vielen Windungen induzieren eine große Spannung und mit weniger Windungen eine kleinere Spannung. Sehen wir uns an, welchen Effekt ein Magnetfeld, das in einer Spule auf- und abgebaut wird, in einer anderen Spule hervorrufen kann. Eine Spule schließen wir an den Stromkreis. Wir schieben in diese Spule einen Eisenkern zur Magnetfeldverstärkung. Schieben wir nun eine zweite Spule auf den Eisenkern, wird in dieser eine Spannung induziert. Genau dasselbe erreichen wir, wenn wir den Strom ein- und ausschalten. In der ersten Spule wird ein Magnetfeld aufgebaut. Die Feldlinien schneiden die Windungen der anderen Spule und induzieren eine Spannung, solange das Magnetfeld aufgebaut wird. Beim Abschalten bricht das Magnetfeld zusammen und induziert in der zweiten Spule eine Spannung in entgegengesetzter Richtung.
Dieses Prinzip nennen wir das Transformatorprinzip. Das bedeutet, eine Spule ist stromdurchflossen und das auf- oder abbauende Magnetfeld induziert eine Spannung in der anderen Spule. Die stromdurchflossene Spule bezeichnet man als Primärspule, die zweite Spule, in der Spannung induziert wird, als Sekundärspule. Wovon ist nun die induzierte Spannung abhängig? Zum einen ist sie von den Windungsverhältnissen der Primär- und Sekundärspule abhängig und zum anderen von der Geschwindigkeit des Magnetfeldauf- und Abbaus. Ist die Primärseite mit vielen Windungen versehen und die Sekundärseite mit wenigen, so ist die in der Sekundärseite induzierte Spannung kleiner als die an der Primärseite anliegende Spannung. Wir können auch die Spannung auf der Sekundärseite erhöhen. Dazu ist es notwendig, dass die Windungen um ein Vielfaches mehr sind als in der Primärspule. Mit dieser Methode können Sie Hochspannung für eine Zündanlage erzeugen. Im Prinzip entspricht diese Anordnung den heutigen Zündspulen. Ein mechanisch arbeitender Unterbrecher, also Spannung im Primärstromkreis, ja, nein, kann den heutigen Ansprüchen verständlicherweise nicht mehr genügen. An seine Stelle sind Transistorkombinationen getreten mit dem Ergebnis höherer Ströme und extrem schneller und exakter Schaltgeschwindigkeit im Primärstromkreis. Kontaktlos gesteuerte Hochleistungstransistorzündanlagen werden schon seit langem in BMW-Automobilen verbaut. Wir werden darauf in einer der nächsten Folgen zu sprechen kommen. Wir wollen jetzt noch über eine andere Möglichkeit sprechen, eine spannungsinduzierte Änderung der Flussrichtung zu erhalten. Wir lassen dabei einfach das magnetische Feld rotieren. Wie Sie wissen, ist der Kraftlinienverlauf eines Magneten vom Nord- zum Südpol. Dabei schneiden diese Kraftlinien die Sekundärwicklung einmal von oben nach unten und einmal von unten nach oben, abhängig von der Lage des Nordpols. Durch die Drehung des Magneten entsteht eine sich wechselnde Spannung, die Wechselspannung, mit dem typischen sinusförmigen Kurvenverlauf. Nach diesem Prinzip arbeitet der Generator in Kraftfahrzeugen. In einer der nächsten Folgen werden wir auf den Generator genauer eingehen. Wir erinnern uns, das magnetische Feld entsteht in der Umgebung eines stromdurchflossenen Leiters. Die Stärke dieses Feldes hängt von der Stärke des im Leiter fließenden Stromes ab. Wir haben gesehen, dass der elektrische Strom ein Magnetfeld erzeugt. Bei elektrischen Vorgängen haben wir es auch mit dem elektrischen Feld zu tun. Die Stärke des elektrischen Feldes dagegen hängt von der Höhe der Spannung zwischen zwei elektrisch geladenen Körpern ab. Dazu unsere Versuchsanordnung. Wir wollen die Existenz und die Kraftwirkung des elektrischen Feldes zwischen geladenen Körpern nachweisen. In der Versuchsanordnung sehen Sie zwei Metallplatten gegenüber aufgestellt. Die eine ist beweglich aufgehängt, wir legen Gleichspannung an. Erhöht man die Spannung, so wird die Anziehung größer, bei Verringerung kleiner. Auf dem Oszilloskop können Sie den Spannungsverlauf ablesen. Den gleichen Effekt haben wir, wenn wir entweder die Platten näher zusammenrücken oder größere Platten verwenden. Der Versuch zeigt,
Zwei ungleich geladene Körper ziehen sich an. Und es gilt auch, zwei gleichgeladene Körper stoßen sich ab. Im nächsten Versuch werden wir nachweisen, dass zwischen zwei ungleichgeladenen Körpern ähnliche Kräfte wirken wie in einem Magnetfeld. Dazu haben wir zwischen zwei Metallplatten eine Styroporkugel gehängt. Die Styroporkugel wird mit der negativ geladenen Platte in Berührung gebracht. Und nun sehen Sie, was passiert. Nach einer gewissen Zeit bewegt sich die Kugel zwischen den Platten hin und her. Wie ist das möglich? Nun, die Berührung mit der negativ geladenen Platte hat auch die Kugel negativ geladen. Wie Sie wissen, stoßen sich gleichnamige Ladungen ab. Die negativ geladene Kugel wird also einmal abgestoßen und von der positiv geladenen Platte angezogen. Dort wird sie positiv geladen und dann wieder abgestoßen. Dieser Vorgang wiederholt sich, solange Spannung anliegt. Es gilt, je höher die Spannung, je größer die Platten und je kleiner der Abstand, umso stärker die Kräfte des elektrischen Feldes. Der Raum, in dem sich diese Kräfte nachweisen lassen, ist das elektrische Feld. Es ist genau wie das Magnetfeld nicht an einen Körper gebunden. Wir haben gesehen, dass das elektrische Feld Kräfte auf Körper ausübt, die sich in ihm befinden. Es herrscht also ein elektrisches Feld zwischen zwei Platten, die an einen Stromkreis angeschlossen sind. Das bedeutet also, es kann Spannung gespeichert werden. Diese Anordnung entspricht der einfachen Form des Kondensators. Der Kondensator ist also nichts anderes als ein Ladungsspeicher. Dabei gilt, Ladung gleich Stromstärke mal Zeitdauer. Die Größe der bewegten Ladung hängt also einmal von der angelegten Spannung ab und zum zweiten von der Kapazität des Kondensators. Dabei wird die Kapazität definiert durch das Verhältnis der gespeicherten Ladung zur Spannung zwischen den Platten. Es gilt, je größer die gegenüberstehenden Platten sind und je kleiner ihr Abstand zueinander ist, umso größer ist auch die Kapazität. Nun haben wir ja bis jetzt als Isolierschicht Luft zwischen den Platten gehabt. Wird ein anderer Isolierstoff als Luft verwendet, so erhöht sich auch die Kapazität des Kondensators. Hierfür werden verschiedene Stoffe verwendet, so zum Beispiel Glas, Papier, Oxide oder keramische Werkstoffe. Wir legen Gleichspannung an den Kondensator. Er wird aufgeladen. Dies geschieht so lange, bis zwischen den Platten des Kondensators eine Gegenspannung aufgebaut ist, die der angelegten Spannung entspricht. Jetzt wirkt der Kondensator sperrend. Es gilt, jede Änderung der Spannung hat auch eine Änderung des Stromflusses zur Folge. Bei steigender Spannung also Ladestrom, bei fallender Spannung Entladestrom. Wir wollen Ihnen zum Schluss die praktische Anwendung eines Kondensators zeigen. Beispiel: die einfache Batteriezündung.
Beim Öffnen des Schalters im Primärstromkreis entsteht ein sogenannter Abreißfunke, der die Stromunterbrechung verzögert. Dies wird durch den parallel geschalteten Kondensator verhindert. Also schnellere und exaktere Stromunterbrechung und damit schnelleres Zusammenfallen des Magnetfeldes in der Primärwicklung.